Nach den feststehenden Regeln internationaler Höflichkeit gehört zu allen Staatsbesuchen auch eine Ehrenkompanie der Streitkräfte. Das in Rheinbach stationierte Wachbataillon, das als einziger Truppenteil der Bundeswehr noch präsentiert, erfüllt die Repräsentationspflichten der Bundesrepublik. Beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten versammelt sich das diplomatische Korps. In diesem Jahre gehören dazu auch die Militärattachés von 21 Staaten. Die Bundesrepublik ihrerseits sandte bisher 11 Militärattachés ins Ausland. Der Aufbau der Bundeswehr stand im Jahre 1957 vor allem im Zeichen der Verwirklichung der allgemeinen Wehrpflicht. Ihre gesetzlichen Verankerung im Deutschen Bundestag war ein hartes Ringen der Meinungen vorausgegangen. Die Frage, allgemeine Wehrpflicht oder Freiwilligenheer, hat auch die deutsche Öffentlichkeit aufs Stärkste bewegt. Bundeskanzler Dr. Adenauer sagte dazu unter anderem Folgendes. Ich möchte zunächst ein Bekenntnis ablegen, und zwar dahin, dass ich glaube, keiner sehnlicher im Hause wie ich erwünscht eine kontrollierte allgemeine Abrüstung zur Bewahrung des Friedens in der Welt. Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen. Der Führer der Opposition, Erich Ollenhauer, erklärte, den Schritt, den Sie jetzt unternehmen, nämlich die Bundeswehr auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht aufzubauen, den Schritt unternehmen Sie unter Bedingungen, den wir als sozialdemokratische Opposition auf das Tiefste beklagen. Die Opposition setzte sich nachdrücklich für ein Berufsheer aus Freiwilligen ein. Die Mehrheit des Parlaments entschied sich jedoch, aus militärischen wie politischen Gründen, für die allgemeine Wehrpflicht mit einem 12-monatigen Grundwehrdienst. In den ersten Monaten des Jahres trafen Waffen, Munition, Gerät und Ausrüstungen vor allem im Bremerhaven ein. Diese Lieferungen wurden uns von unseren Verbündeten im Rahmen eines großzügigen Hilfsprogramms zur Verfügung gestellt. Die kostenlose Militärhilfe der USA, die sogenannte Gratishilfe im Werte von mehreren Milliarden D-Mark, ist zwar fast völlig abgewickelt, aber die seit Mai 57 laufende Werterstattungshilfe erlaubt es der Bundesrepublik, Material und Dienstleistungen gegen Bezahlung unmittelbar bei der amerikanischen Regierung zu bestellen. Da die Bundesrepublik über eine nennenswerte eigene Flugzeugindustrie noch nicht verfügt, werden die meisten Maschinen vom Ausland bezogen. Aber auch leichte und schwere Panzer kommen aus den Vereinigten Staaten. Große Materialübernahmeorganisationen, jetzt meist in Depots umgewandelt, sind erforderlich, um das Gerät aufzunehmen, einsatzbereit zu machen und zu verteilen. Eine Anzahl Boote der jungen Bundesmarine sind früher schon unter deutscher Flagge gefahren. Hier empfängt die Bundesmarine drei ehemals deutsche Minenräumboote aus den Händen der US Navy. Von der britischen und französischen Marine wurden solche nach der Kapitulation von uns ausgelieferten Boote ebenfalls zurückgegeben. Außerdem wurden zwei moderne U-Boote der einstigen Kriegsmarine, die man im vorhergehenden Jahre gehoben hatte, auf einer Kieler Werft wieder instand gesetzt. Darüber hinaus sind Aufträge für Neubauten von Zerstörern, Geleitbooten, Küstenminensuch- und Schnellbooten an mehrere deutsche Werften vergeben worden. Im Juli 1957 konnten die beiden gehobenen U-Boote unter den Namen Hai und Hecht als Schulboote neu in Dienst gestellt werden und ihre zweite Jungfernfahrt antreten.
Buxtehude stand Kopf. Dieses niederdeutsche Städtchen, bekannt durch den Wettlauf zwischen Hase und Igel, wurde wieder Garnison. Wie an vielen Orten kam die Bundeswehr auch hier dem Wunsche der Stadtverordneten nach, in ihren Mauern eine Garnison unterzubringen. Von den Bürgern freudig begrüßt, ziehen die Grenadiere ein. Allerdings nicht mehr im lauten Marschtritt, sondern der zeitgemäßen Ausrüstung entsprechend auf Gummisohlen. Für den Jahrgang 1937 ist's nun soweit. Die erste Einberufung der Wehrpflichtigen. Auf persönliche Wünsche konnte bei den Einstellungen weitgehend Rücksicht genommen werden. Am 1. April trafen die ersten Wehrpflichtigen in ihren Standorten ein. Fast 10% meldeten sich schon vor ihrer Einberufung zu einem verlängerten Grundwehrdienst von 18 Monaten. Dagegen beantragte nur weniger als ein halbes Prozent die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. In der Ausbildung vereinigen sich die Erkenntnisse moderner Pädagogik mit den im Kriege gewonnenen Erfahrungen. Die erste Begrüßung durch den Kompaniechef. Mit Sorgfalt wird jedem neuen Soldaten seine Dienstbekleidung angepasst. Sie besteht aus mehreren Teilen. Der Ausgehuniform mit offenem Kragen, Sporthemd und langem Binder. Dem Kampfanzug, der Arbeits- und der Sportbekleidung. Offiziere und Unterführer sind bemüht, ihre Aufgabe von der menschlichen Seite her anzupacken. Eine erste Begutachtung der selbstgewählten Waffe. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Militärseelsorge ist der neue Staatsvertrag, der mit der evangelischen Kirche geschlossen wurde. In Bonn fand seine feierliche Unterzeichnung statt. Für die katholische Konfession gelten noch die Bestimmungen des Reichskonkordats. Je 1500 Soldaten werden nun von einem Militärgeistlichen betreut. Die neuen wehrpflichtigen Soldaten leisten kurz nach dem Dienstantritt das feierliche Gelöbnis. Hier bei den Gebirgstruppen im Standort Mittenwald. In seiner Ansprache sagte Bundesminister Strauß: Demokratischer Staat muss diese Pflicht seinen Bürgern auferlegen, damit er in der Lage ist, die Rechte und die freiheitliche Lebensordnung dieser Bürger zu bewahren. Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Helm! Ab! Zum Gebet! Auch eine Abordnung des italienischen Heeres und der US-Streitkräfte nahmen an der Feier teil. Fürstenfeldbruck, der wohl bekannteste Militärflugplatz der Bundesrepublik, ist eine bedeutende Ausbildungsstätte für das fliegende Personal der Luftwaffe. Hier werden neben Deutschen auch Luftwaffenangehörige anderer Nationen der freien Welt ausgebildet. Überall wird mit ernstem Interesse gearbeitet. Die Ausbildung ist einheitlich. Sie nimmt keine Rücksicht auf die Nationalität der Teilnehmer. Überall im Dienst spricht man Englisch, die internationale Fliegersprache. Am Modell wird den Piloten die Funktion des Düsenantriebs erläutert. Am
An diesem ortsfesten Gerät, dem sogenannten Link-Trainer, erlernt der Pilot den Blindflug unter wirklichkeitsnahen Bedingungen. Aufbauende Druck ausgleichen lässt. Sollte sich bei einem der Herren Schwierigkeiten einstellen, lassen Sie uns das bitte sofort wissen, damit größere Schmerzen vermieden werden. Die physiologische Belastbarkeit der Düsenpiloten wird in der Unterdruckkammer geprüft und gesteigert. Erst nach monatelanger Schulung, auch auf Lehrgängen und bei fliegenden Verbänden im Ausland, kommen die Flieger zum Start. Während des Aufbaus der Luftwaffe wurde weitgehend auf erfahrene Piloten unserer ehemaligen Wehrmacht zurückgegriffen. Sie bilden den Stamm des Lehrpersonals, der Kommandeure und Staffelkapitäne der neu aufzustellenden Einheiten. Ende 1957 befanden sich, einschließlich der jungen Freiwilligen, 1200 Piloten in den verschiedenen Stadien der zweieinhalbjährigen Ausbildung. Ein Teil hatte das Endstadium der Ausbildung an den neuen Flugzeugtypen bereits erreicht. Neben Piloten und Bordbesatzungen musste auch Bodenpersonal ausgebildet werden. Im Flugsicherungs- und Fernmeldewesen sowie im Wartungs- und Versorgungsdienst. Erst danach konnte die Aufstellung von fliegenden Verbänden beginnen. Ein weit verzweigtes Radarnetz befindet sich im Aufbau. Es ist in die Flugmeldeorganisation der NATO integriert. An der Marineschule Flensburg-Mürwik wurden im April die ersten Seeoffizieranwärter zu Fähnrichen bzw. zu Leutnanten befördert. Aus der Hand des Verteidigungsministers erhalten die Kadetten und Fähnriche ihre Beförderungsurkunden. Zum Schluss das traditionelle Gruppenbild. Auch die Ausbildungsfahrten ins Ausland entsprechen einer alten Marinetradition. Die Begleitschiffe Eider und Trave besuchten als erste Einheiten der Bundesmarine unter anderem den französischen Marinehafen Brest, um die Kameradschaft innerhalb der NATO-Verbände zu pflegen. Ereignis von besonderer Bedeutung für die NATO wie für die Bundesrepublik war der 1. April. Der deutsche General Dr. Hans Speidel übernimmt in Fontainebleau den Befehl über die Landstreitkräfte Europa-Mitte. Wenige Wochen später landen vor den Toren der alten Universitätsstadt Marburg auf einem Feld amerikanische Hubschrauber. Dem letzten entsteigt der Oberbefehlshaber der Atlantik-Pakt-Streitkräfte, General Norstedt. Der zuständige, kommandierende General von Lüttwitz begrüßt ihn.
In der Tannenberg-Kaserne hat man zu einer besonderen Feier gerüstet. Die ersten Verbände der Bundeswehr werden in einem symbolischen Akt dem Oberbefehl der NATO unterstellt. Dieser erste Beitrag zur Atlantischen Verteidigungsgemeinschaft besteht aus 3 Korpsstäben und 3 Grenadierdivisionen des Heeres. Schon vorher wurden der NATO 2 schnelle Minensuchgeschwader der Marine unterstellt. Später kam eine Transportstaffel der Luftwaffe hinzu. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Heusinger, eröffnet den Festakt. Wenn heute, in dieser Stunde, zum ersten Male deutsche Soldaten des Heeres stellvertretend für die 3 Divisionen und Soldaten der Luftwaffe und der Marine unter den Augen der Oberbefehlshaber der NATO angetreten sind, so soll dies ein Symbol sein für die militärische Geschlossenheit der Atlantischen Verteidigungsgemeinschaft. Wir Soldaten unterstehen der politischen Führung, die in demokratischen Staaten Streitkräfte ausschließlich zur Wahrung dieser Freiheit und Sicherheit unterhält. Den politischen Auftrag wollen wir als deutsche Soldaten in sittlicher Verantwortung, in ständiger Bereitschaft zum Dienen, in Ritterlichkeit gegenüber jedermann und in Treue zu unserer Heimat erfüllen. General Norstedt ergreift das Wort. General Heusinger, soldiers, sailors and airmen of the German Federal Republic, I am deeply conscious of the historical character of the action which I am now... General Norstedt sagt, er sei tief beeindruckt von diesem historischen Akt der Übergabe der ersten deutschen Streitkräfte unter den Oberbefehl der NATO. Bei einem für die gesamte freie Welt derartig bedeutsamen Anlass halte er es für angemessen, an den Geist wie an den Wortlaut des Nordatlantikpaktes zu erinnern. Die Partner dieses Abkommens versichern nochmals ihre Treue und ihr Einverständnis zu den Prinzipien und Zielen der Vereinten Nationen und ihr Bestreben, mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. And their desire to live in peace with all peoples and all governments. Als letzter spricht der französische General Valuy. General Heusinger, nous souhaitons la bienvenue à Centre Europe. Er sagt, wir alle heißen die deutschen Kameraden willkommen. Unter Führung des Oberbefehlshabers Europa Mitte werden die Heeresverbände dem Befehl des deutschen Generals Speidel unterstellt. Die Einheiten der Luftwaffe dem englischen Luftmarschall Sir John Mills und die Einheiten der Marine dem Befehl von Admiral Boss. Ihnen allen wünsche ich viel Glück. Je vous dis ma fierté de vous commander et je souhaite bonne chance à chacun de vous. Für Flaggenhissung! Augen! Hey! Heiße Flagge! NATO, jetzt und in Zukunft unterstehenden deutschen Verbände sind jedoch nur ein Teil unserer Verteidigungsmaßnahmen, wenn auch ein wesentlicher. Sie werden ergänzt durch den Aufbau einer wirksamen Verteidigungsorganisation in nationaler Zuständigkeit. Diese Streitkräfte sind unter dem Kommando der territorialen Verteidigung zusammengefasst und dienen dem örtlichen Heimatschutz. Im Rahmen regionaler Sicherungsaufgaben schaffen ihre Pioniereinheiten Verteidigungsanlagen und Flugplätze und sorgen für ihre Instandhaltung.
Andere Einheiten sichern lebenswichtige Objekte, Transport und Versorgung. Außerdem unterstehen dem Kommando Territoriale Verteidigung die bodenständigen Einrichtungen der Bundeswehr. Neben Truppenübungsplätzen, Lazaretten und zahlreichen Lehr- und Versuchseinrichtungen auch Arsenale, Depots und Werkstätten. Ein territoriales Fernmeldenetz befindet sich im Aufbau. Mitte Juli 1957. Der 100.000. Soldat der Bundeswehr, ein Freiwilliger, empfängt in Bonn aus der Hand des rangältesten Soldaten eine Erinnerungsgabe des Bundesverteidigungsministers. Eine Truppe, die sich nur aus Freiwilligen zusammensetzt, sind die Luftlandejäger. Schon in der Ausbildung verlangt der Dienst in dieser Truppe ein Maß an Disziplin und Selbstüberwindung, die durch die besonders harten Forderungen des Ernstfalles bedingt sind. An diesem 12 Meter hohen Sprungturm wird der Fallschirmjäger mit der außergewöhnlichen körperlichen Beanspruchung durch den normalen Sprung aus 400 Meter Höhe vertraut gemacht. Und jetzt an die Maschinen, zu einer Einsatzübung. Noch einmal wird durch den verantwortlichen Absetzer der vorschriftsmäßige Sitz der Fallschirme und Ausrüstung genau überprüft. An die Maschinen! Jeder Luftlandejäger ist Einzelkämpfer. Er muss auf einen von allen Seiten herandringenden Gegner gefasst sein. Kurz vor Erreichen des Sprungplatzes öffnet der Absetzer die Flugzeugtür und gibt nacheinander die 7 Sprungkommandos. Fertig machen! Aufstehen! Einhaken! Überprüfen! Der Flugzeugführer drosselt die Motoren und gibt das Sprungsignal. Ab! Früher sprangen im Höchstfalle 12 Mann aus einer Maschine. Heute sind es 40 und mehr Luftlandejäger. Aus besonderen Transportmaschinen werden darüber hinaus Waffen, Munition, Gerät und selbst Fahrzeuge abgeworfen. Im Juni wurde eine Einheit der 1. Luftlandedivision von einem tragischen Unglücksfall betroffen. Fahrlässigkeit und unangebrachter Diensteifer im Anschluss an eine Gefechtsübung führten zum Tod von 19 Soldaten, die in der Iller ertranken.
Das Unglück wurde, entsprechend den Bestimmungen des neuen Wehrstrafrechts, in einem ordentlichen Verfahren vor dem zuständigen Landgericht verhandelt. Kiel, das erste Manöver der Bundesmarine mit 60 beteiligten Schiffseinheiten. Bis Jahresende hat sich der Bestand an Schiffen und Booten auf etwa 100 Fahrzeuge erhöht. Die Bundesmarine erfüllt im Rahmen der NATO eine wichtige Aufgabe. Die Sicherung der Ostseeausgänge im Zusammenwirken mit unseren nördlichen Partnern. Die taktische Aufgabe dieser Minensuchboote ist der Schutz der Küstengewässer und ihre Freihaltung von Seeminen. Die Räumgeräte werden zu Wasser gebracht. Diese Boote, zur Sicherung gegen Magnetminen aus Holz gebaut, besitzen außer Such- und Räumgeräten auch Wasserbomben und eine Flakbewaffnung. Übung beendet. Die Geräte werden wieder an Bord gehievt. In Kiellinie laufen die Boote in ihren Einsatzhafen zurück. Der Herbst 1957 brachte die Wahlen zum dritten Deutschen Bundestag. Zum ersten Male in der deutschen Wehrgeschichte übten auch Soldaten der Bundeswehr das Wahlrecht aus. In seiner Regierungserklärung sagte der wiedergewählte Bundeskanzler unter anderem: Die kommenden 4 Jahre, meine Damen und Herren, werden voraussichtlich auf politischen, insbesondere außenpolitischen wie auf wirtschaftlichem Gebiete schwierige Situationen bringen. Ich will nicht in Schwarz mahnen und insbesondere ausdrücklich betonen, dass ich an die Erhaltung des Friedens glaube. Aber es wird Störungen geben, größeren oder geringeren Ausmaßes. Und es wird der ganzen Einigkeit, Geschlossenheit und Stärke des Westens bedürfen, um diese Störungen sich nicht in gefährliche Differenzen auswachsen zu lassen. Für das Heer ist jetzt die Zeit der Herbstübungen gekommen, an denen zum ersten Mal Einheiten aller Truppengattungen mit 40.000 Soldaten und 8.000 Fahrzeugen teilnahmen. Von einem Verbandsmanöver im herkömmlichen Sinne, mit einem Zusammenwirken aller Waffen, musste noch Abstand genommen werden. Mit Rücksicht auf die kurze Ausbildungszeit wurde zu diesem Zeitpunkt der Übungszweck auf Marsch, Sicherung, Rast und Tarnung motorisierter Verbände beschränkt. Fallschirmattrappen stellen das Absetzen gegnerischer Luftlandetruppen dar.
Der Hubschrauber leitet einen Brückenschlag aus der Vogelperspektive. Der Bundesminister für Verteidigung, Franz Josef Strauß, besucht in Norddeutschland den örtlichen Leitungsstab. Offiziere der britischen und dänischen Armee sind als Gäste zugegen. Links im Bild der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Röttiger. Das letzte Brückenteil wird eingefahren. Die Panzer rücken aus ihrem Rastraum in die Bereitstellung vor. Geschütze auf Selbstfahrlafetten gehen zur Marschüberwachung in Stellung. Grenadiere nehmen Deckung vor markierten Tieffliegerangriffen. Jetzt entfalten sich die Panzer im Gelände. Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik wurden zur gleichen Zeit Übungen abgehalten. Im Ganzen war die militärische Führung überrascht und erfreut, mit welcher Begeisterung die junge Truppe bei der Sache war. Aus den gewonnenen Erfahrungen werden nicht nur die alten, sondern auch die neu aufzustellenden Truppenteile ihren Nutzen ziehen. Die Übung ist beendet. Vergessen sind alle Strapazen. Wenn auch die Übungen noch keine echten Manöver waren, so schließen sie doch nach altem Brauch mit einem zünftigen Manöverball. Antreten zur Polonaise. Es wurde ausgiebig gefeiert. Bis in die tiefe Nacht hinein. Doch auch der Dienst des Soldaten fällt zuweilen in eine mitternächtliche Stunde. Die Forderung nach ständiger Einsatzbereitschaft der Truppe ist keine leere Phrase. Mehr denn je verlangt heute der Dienst mit der Waffe eine harte, ausschließlich auf den Ernstfall zugeschnittene Ausbildung. Daher steht auch Gefechtsdienst im Gelände bei jeder Witterung im Vordergrund des soldatischen Alltags. Neu als Waffe zur Panzerbekämpfung ist das Fernlenkgeschoss SS-10. Diese Rakete, die durch Fernsteuerung ins Ziel gelenkt wird,
befindet sich bei der Bundeswehr noch in der Erprobung. Alarm bei einer Panzereinheit. Anlassschwierigkeiten für die Motoren gibt es im Winter jetzt nicht mehr. Zur Gefechtsausbildung muss auch die Panzertruppe mit ihren Panzern möglichst häufig ins Gelände fahren. Solche Übungen belasten in erheblichem Maße die verfügbaren Geldmittel des Verteidigungsetats. Ihre zweckmäßige Verwendung unterliegt der ständigen parlamentarischen Kontrolle. Wie sehr sich die Stellung der Bundeswehr in unserem heutigen Staatsleben gewandelt hat, wird am Folgenden besonders deutlich. An der bevorstehenden Einsetzung eines Wehrbeauftragten, der über die Wahrung der Grundrechte des Soldaten zu wachen hat. Es gab eingehende parlamentarische Debatten um dieses Amt und seine Besetzung. In der Truppe ist der Vertrauensmann das Bindeglied zwischen Kameraden und Vorgesetzten. Seine Wahl erfolgt geheim. Der Vertrauensmann ist mit seinen Vorschlägen in Fragen des inneren Dienstes, der Fürsorge und des außerdienstlichen Gemeinschaftslebens zu hören. So wie diese kleine Einheit haben bisher 125.000 Soldaten am Aufbau der jungen Bundeswehr mitgeholfen. Sie erfüllte dabei der Wille, unsere rechtsstaatliche Ordnung und Freiheit zu schützen.